Heureka, wir haben es mal wieder mit Kamera geschafft, uns zusammenzusetzen. Mal gucken, wie lange. Mal gucken, wie lange, genau. Der Speicher war voll letztes Mal. Jetzt sind wir wieder auf der Verfolgung von Leslie, so wie immer in diesem Spiel. Mhm. Und oh, wie sehr wünsche ich mir, dass wir mal ein Kapitel abschließen. Ja, weil irgendwann so mal nach 6 Folgen. Wirklich, eher? Er sagt gerade genau das Richtige, oder? Ja. I'm tired of playing games. Das sind playing this game. Figuren, oder? Keine Leichen. Ja, na gut. Das sind keine Leichen. Ja, tired of playing this game. Weil jede Stunde, die wir hier weiter zusammensitzen, zu dritt immerhin, ja, was für eine Mannstärke für dieses Spiel, ja. Können wir keine anderen Spiele let's playen. Also. Ah, okay, das Prinzip ist ja klar. Ja, Gas. Und ich darf nicht schießen. Schieß mal. Nein. Und muss vorsichtig sein. Du solltest vorsichtig sein. Okay, also das ist jetzt hier nicht, dass ich ersticke, sondern es ist... Und so weiter. Okay. Dass du nicht schießen kannst. Dass ich die Flasche vielleicht mitnehmen soll, um abzulenken. Ja, okay. Mach ich. Aber ich gehe trotzdem in Deckung. Ja. Man weiß ja nie. Hier ist ein Sack. Guck mal, hier kommst du unten durch. Es ist nur die Frage, ob das Sinn macht. Ich weiß ja noch nicht mal, wo hier die Gegner sind. Oh, da ist einer. Ach, guck mal, so ein schöner. So. Die nicht so gerne hatte. Den habe ich aber fett abgelenkt, den Typen. Na, ja, geht's hoch, oder? Ja. Jo. Ach, bravourös gelöst. Diesen Meister. Ersten. Kurzen Abschnitt. Wenn sagt Junge. Wir sind nicht im Ja. Sorry. Und nochmal. Ist da ein Key somewhere? Wahrscheinlich schon, wenn du so fragst. Hier drunter kannst du dich verstecken dann, ne? Da so? Ja, hier stand mal gerade Abby. Ah. Was ist denn das auch für ein Lagerhaus voller komischer Puppendinger, ey? Der Schleichangriff hatten wir schon ewig nicht mehr. Ja. Hat sich nicht letztens über beschwert, dass wir nicht mehr schleichen? Denn das war Habe ich letzte Folge, ja, genau. Ja. Ich weiß auch nicht dich, Laura. Ich beschwere mich nie. Das stimmt. Das muss man, da muss man dich auch mal in Schutz nehmen. Das machst du nicht. Über mich wird sich nur beschwert. Ja, ja. Das, willkommen in der realen Welt, das ist dein Schicksal als Frau. Das sind gleich zwei gute Sachen an dir. Das war realistisch. Nein. Schon ein bisschen. Nein, war natürlich nur Spaß. Wir suchen immer noch den Schlüssel. Der liegt auch übrigens da hinten. Ich habe den Schlüssel. Jetzt. Das Problem ist, dass du die nicht... Erschießen kann ich sie nicht, ja. Aber ich kann einfach da zur Tür raus. Da muss doch irgendwo ein Ventil sein. Oder auch nicht. Oder man soll halt einfach. Einfach nicht schießen, genau. Ja, sehr gut. Oder ich beeile mich. Das ging erstaunlich gut, muss ich sagen. Bisher. Ich bin überrascht. Aber ich spiele auch tatsächlich ja lieber Schleichspiele als so Ballerspiele. Na gut, aber das war jetzt auch keine Herausforderung gewesen. Na, was keine hatte ich jetzt große. Gesehen? Weiß nicht. Irgendwer. Aber hier oben kann ich auch wieder schießen im Zweifelsfall. Da ist... Joseph! Joseph? Wow, okay. Wir treffen jetzt hier alle wieder, oder? Ja, Vereinigung, oder? So hieß doch die Folge. Das Kapitel. Ja, das Kapitel. Stimmt. Ja, stimmt. Das heißt, es könnte bald wieder vorbei sein. Es wäre sehr schön. Es Weil wenn wir sie getroffen haben und dann treffen wir ihn und dann... Blablabla. Und dann sind wir wieder eine glückliche Familie. Dann sind wir wieder Vater, Mutter, Kind. Einem absoluten ich glaube, Endgegner er ist, Level aus, ja, und ich glaube, bisschen. Er ist mir lieber als sie. Okay, ach, hier ist der Dingsraum. Okay. Genau. Gut, dann können wir auch mal wieder festspeichern und ein bisschen... Ja, den Schlüssel abgeben. Aufrüsten. Oh, ein Report. Yeah. Der Sebastian schreibt, als hätte ich noch nicht genug professionell und persönlich zu tun. Joseph und ich müssen einen Anfänger trainieren. Toll, Babysitting, das macht ja Spaß. Kidman ist jung und grün hinter den Ohren, aber sie strengt sich zumindest an. Ah, okay, das ist also... Also es muss jetzt kurz vorher sein, ne? Das war jetzt ja so mehr oder weniger ihr erster Tag so unter dem Motto. Sie versteht aber auch, sie ist gar nicht so doof, sie versteht auch, dass man manchmal ein bisschen die Regeln brechen muss.
oder biegen muss. Persönlich, sie ist ganz schön kalt, distanziert. Ihr Job ist, zuzuschauen und zu assistieren. Manchmal sieht sie ein bisschen aus wie ein Wissenschaftler, der uns mit ihren Augen seziert. Fast so, als würde sie uns gar nicht so richtig zuschauen. Joseph, also mir kommt das alles komisch vor mit ihr. Ich glaube, Joseph hat sich ein bisschen verknallt in sie. Nicht eine Frau und Kind? Ja, mag sein. Okay, also wissen wir zumindest jetzt durch diesen Text, dass Joseph mehr für sie empfindet, möglicherweise als zumindest auf gut sie steht. Professionelle Bürofreundschaft. Na gut, ich dachte, hier ist vielleicht noch was, aber war nicht. Nee. Okay, der Ermittler in dieser Serienkiller-Untersuchung ist verschwunden. Niemand weiß, wo er hin ist. Schade. Sagt ja, schon, man dazu. Ne? Wir haben auch einen Schlüssel, ne? Ja, ich bringe erstmal das Zeug hier weg, dann den Schlüssel. Ja, 10.000, irgendwelche Ideen? Wünsche. Also die Magnum haben wir praktisch gar nicht benutzt, seit wir sie aufgerüstet haben. Ja. So, diese ganzen Sachen hier könnte man halt machen, wie immer. Wir haben genug Munition gehabt. Die Spritzen sind aufgerüstet. Komm, die Granaten, mach mal 4. Das kostet nichts. Das kostet nichts, ja. Da haben wir eine Granate mehr dabei, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also, weil die haben wir aber schon manchmal auf Max. Die haben wir auf Max. Ja, dann macht das die normale Pistole noch ein bisschen, oder? Ja. Also, was kostet der Damage-Multiplier? Den kriegen wir nicht, ne? Nee, den kriegen wir nicht. Der kostet ein bisschen zu viel. Dann guck doch mal die Crit. Was kostet Crit? Boah, das ist auch ganz schön teuer. Ja. Oder? Crit, 10% mehr. Dann ist jeder dritte Schuss ein kritischer Treffer. Und wenn wir dann noch auf das volle Ding kommen, dann ist jeder zweite Schuss ein kritischer Treffer. Ach so, tatsächlich, ja. Das ist dann schon ganz schön geil eigentlich. Ja. Na komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben da eh keine anderen Interessen. Ja. Eben. Wir wollen das auch ein bisschen beschleunigen. Ja. Wir wollen ja vorankommen. So, jetzt Schlüssel abgeben. Ach nee, dann kann ich auch hier durch. Ich vergaß. Wir waren hier schon so oft. Ich finde mich immer noch nicht zurecht. Offensichtlich. So. Relax. Und rechts, links. Such dir was aus. Das ist Gewonnen. Toll. Schade. Das hat sich gelohnt. 5.000. Oh ja. Wollt ihr noch was haben? Nee, ich würde erstmal ein bisschen. Wir können ein bisschen sparen. Ja. Ja. Kartenfragment haben wir ja auch wieder. Wow. Ja. Das, wow. Es sieht schon richtig kartig aus hier. Also so eine halbe Karte haben wir schon mal insgesamt. Naja, nee. Fast. Hat sie gerade gelacht? Nee, ich glaube, ich bin irgendwo gegengelaufen. Ach so. Oder so. Ich würde schon sagen, warum lacht sie denn? Sie hat keinen Grund zum Lachen. Genau, lacht sie uns aus. Ja, dann speichern nochmal. Wir sind doch ihr Patient. Ich bin doch ihr Freund. Ich überschreibe mal das, ja. Den da, den würde ich nicht machen. Nein, der Gute. Der da oben ist es jetzt, ne? Ja. Ja. Okay, zurück ins Spiel. Wir haben schon länger keine Spritze mehr gefunden. Warum? Nein, das habe ich in der letzten Folge gefunden, oder? Ja. Und du hast in deiner Folge noch nicht viel gemacht, also. Das stimmt. Ich gucke vielleicht mal da hier unter den Kisten. Links. Hinter dir. Da. Die Kisten. Dorten. Da ist Gürmatsch. Matsch. Wow, 200. Nein. Ja, klein Vieh macht auch Mist. Vielleicht in dem blauen Container? Nee. Gut. Die waren ja noch nie irgendwie. Okay, dann kannst du. Ich meine nicht den blauen Container, ich meine den großen blauen. Nee, der war doch zu. Nee, der war offen. Der große blaue Container. Ja. Der ist auch offen, du hast recht. Ja, aha. Und da liegt. Danke, Laura. Danke. Kannst du mal das Scharfschützengewehr nachladen? Ja, ich lade alles nach. Weil ich einfach Bock dazu habe. Vorbereitet. Jetzt fühlst du dich gut, ne? Ja. Weil du einmal recht hattest. Weißt du, ich mag vielleicht nicht gut im Spielen sein, dafür bin ich wenigstens aufmerksam. Ne? Ja. Ab und an. Ja. Ab und an. In seltenen Fällen. In ausreichender Anzahl an Aufmerksamkeitsschüben. War auf der anderen Seite der Tür noch was, bevor du jetzt hoch bist? Äh.
Sieht eher so mittelgut aus dafür. Ein paar Dosen. Hier könnte ich ins Wasser gehen. Wasser! Ja. Ich würde ins Wasser gehen. Garantiert wieder ein freundlicher... Ich glaube, das ist einfach tot. Tintinfisch. Hinten ist auch nichts. Da sind noch zwei Kisten nichts. Ja. Hier, nee, oder? Nee, hinter dir. Achso, ich dachte hinter am Lastwagen. Nee, da. Ich darf diese Folge echt gar nichts machen, ja. Super, das freut mich ja natürlich. Da, ja. Du, da wolltest die, du nicht haben? Da ist die berühmt-berüchtigte Spritze. Genau, na dann hoch. Das ist genau der Teil vom Spiel, den ich so gerne habe. Ja, tut mir leid, und dass ich den jetzt mal spielen darf. Ja. Dafür kriegst du den aufregenden Teil nächste Folge. Ja, 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 komm, mach ich. Als Ersatz dafür. Die Reunion darfst du machen mit den beiden anderen. Also ich möchte auch bitte anmerken, dass ich bisher in der Session noch nicht einmal wirklich eine Panikattacke hatte. Ja, das stimmt. Du hast nur einmal alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Also es war, keine richtige Panikattacke, das stimmt. Keine so, oh Gott, wir werden alle sterben, Panikattacke. Aber es war schon, im Verhältnis zu uns beiden, schon ziemlich panisch. Also, ja, aber das ist ja, also ich muss mich ja auch nicht in Verhältnis mit euch setzen. Nee, das stimmt. Ja, nee, für deine Verhältnis war es echt entspannt, also... Ruhepuls von 30 oder so? Ja. 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 Oh. Auch vor dir. Achtung. Ja, ich hab ihn guck mal, der hat was. Vorsicht, der lässt sie fallen. Das ist völlig in Ordnung für mich, wenn das so läuft. Ja. Und der hat sogar hast du jetzt davon? Munition. Bitch. Einen Schuss mir gegeben insgesamt. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Laden. Nicht crouchen. Oder hauen. Nicht. Guck mal. Na, ich glaube, du musst jetzt wieder balancieren. Die sind immer sehr convenient gebaut hier. Schön, ja. Dass das jetzt nicht zusammenbricht. Das wäre auch sehr lustig, wenn das jetzt einfach zusammenbrechen würde, du im Wasser landest und das Monster hinter dir ist. Ja. Haha, das wäre lustig. Boah, fürs Monster schon. Ja, stimmt. Man will dem Monster ja auch mal was gönnen. Oh, haben wir auch schon wieder 7000, also es geht jetzt gerade ganz gut schnell. Ja, du hast halt mit den 5000, die du gefunden hast, einen echten Glücksgriff geleistet. Josefe! So, na gut. Mal gucken, Sequenz. Ob der ungefähr so... Oh, nee! Ja! Kapitelende! Das war ja ein spektakuläres Kapitelende! Ja, irgendwie nicht so, oder? Dann speichern wir einfach an der Stelle einfach rüber. Nochmal. Nehmen wir. Und gucken uns gleich noch den Anfang an vom nächsten Kapitel. Mama. So viel Zeit muss sein. Kapitel 12. Gucken, schon in der sechsten Folge dieses Mal ein neues Kapitel. Wahnsinn, wie gut wir wieder sind. Oh Gott. Ey, Hilfe, und dann nur noch 6 Folgen fürs nächste Kapitel. Und nur noch 6 Folgen fürs Kapitel darauf. Und 6 Folgen für... Oh Mann. Mhm. Ah, ich sehe, wohin du willst. Episode. Okay, also er verwandelt sich nicht mehr. Jetzt hat Eddie nämlich. Mhm. Das war ansteckend. I think I might have found us some transportation. Hat er ein Auto gefunden? Nein, gute Nachrichten für uns. Ein schöner Schulbus. Den nehmen wir, würde ich sagen. This thing gonna run? Only one way to find out. Da ist sie ja wieder. What are you doing? Answer me. Alles ruinieren, das ist das. Ein komisches Monster. Hallo. Boah, es ist ja riesig. Das ist ja riesengroß. Das sieht aus wie eine Spinne oder so. Ah, nicht gegen ihn. Ui, das, Oh, ich hoffe, das Auto hat den Edge-Test bestanden. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, nein. Das finde ich das? Nicht so geil. Oh, nein. Und jetzt eine Fahrtsequenz. Oh, Gott. Was geschieht? Oh, das ganze Kapitel ist so cool. Also ein komplettes Fahrkapitel. Ja. Ein einziger riesiger Bosskampf. Oh Gott. Damn, if I'm going to die here. Es ist so eklig. Ich schieß dir mal in den Kopf, ne, weil Kopf ist immer gut. Also richtig viel Munition habe ich nicht. Was ist das? Tut mir leid, ich wollte nicht so daran. Wie? Oh, guck mal da, hier, mach das unten kaputt. Auf den Boden. Nein! Ey, ich hab doch getreten. Du blödes. Ja. Munition. Guck mal, hat dir was hinterlassen. Ah, da kommt's schon wieder, Muss man die ganze Munition hier mitnehmen. Okay, das ist wieder T-Rex in Jurassic Park. Da ist auch noch ein Spritzer.
Es ist jetzt allerdings ganz cool tatsächlich. Ja. Ja. Eine riesige Spinne verfolgt uns. Das ist. Weil er hat nur 6 Beine, ne? Es ist, glaube ich, kein Arachnid, ja. Okay, das Kapitel ist wieder zu Ende. Nein, das ist halt eine riesige Zecke. Ja. Speicherpunkt. Checkpoint. Ja, Speicherpunkt, Pausenpunkt. Ja, ich denke auch. Laura freut sich. Bis zum nächsten Mal. Nein, ich werde mich nicht freuen. Ich seh's. Tschüss. Tschüss. Hier noch was passiert.